Wenn ich wäre gefangen in dieser jungen Rosenzeit und wär's die Haft der Liebe, ich müsste vergehen vor Leid. Paul Heyse. Hochverehrter Herr Dr. Paul Heyse, am heutigen Tage ist ein halbes Jahrhundert verflossen, seitdem Sie, einem Rufe des edlen Königs Maximilian II. Folge leistend, unsere liebe Stadt München sich zum bleibenden Wohnsitz erkoren und dieselbe zum Mittelpunkt Ihres lichtspendenden Schaffens erwählt haben. Hier schufen Sie jene Meisterwerke, welche den Ruhm Ihres Namens in der ganzen gebildeten Welt verbreiteten. Von hier aus haben Sie die deutsche Poesie mit herrlichen Schätzen bereichert, als Schöpfungen wahrer Dichtkunst. Paul Heyse wird 1830 geboren und wächst in einer kunstsinnigen Familie in Berlin auf. König Maximilian beruft ihn zur Belebung der Kulturszene nach München. Hier wirkt er prägend auf den Zeitgeist einer ganzen Epoche, den poetischen Realismus. Als erster deutscher Nobelpreisträger, einst ein gefeierter Star. Die schwedische Akademie hat beschlossen, den diesjährigen Nobelpreis für Literatur Paul Heyse zu verleihen. Als Zeichen der Huldigung für die vollendete und von idealer Auffassung getragene Künstlerschaft, die er während einer langen und bedeutsamen Tätigkeit als Lyriker, Dramaturg und Dichter weltberühmter Novellen bewiesen hat. Als sich endlich die Pforte öffnete, so erinnert sich der Schriftsteller Richard Voss, und durch das Gärtlein dem Hause zuschritt, war mir ganz feierlich zumute. In meiner Stimmung erschien mir alles symbolisch. Die säulentragende Vorhalle, die Wipfel des hohen Parkes, die herüberdunkelten. Mein im tiefsten erregtes Gemüt überkam etwas von der Weihe, die über einem Heiligtum ruht. Im Inneren setzte sich diese Atmosphäre fort. Zum engsten Freundeskreis gehörte Dirigent und Komponist Hermann Levy. Auch wenn Levy als treu ergebener Wagnerianer bei Paul Heyse nicht auf Gegenliebe stößt, so bleiben sie bis zu Levys Tod 1900 in enger Verbindung, wie im Briefwechsel zu erkennen. Was für beide Persönlichkeiten gilt, einst sehr erfolgreich, im In- und Ausland umjubelt, heutzutage allgemein in Vergessenheit geraten. Der Maler Franz von Lenbach gehört mit Paul Heyse und Hermann Levy zum kreativen Mittelpunkt einflussreicher Kunstschaffender. Zum 80. Geburtstag erhält der Jubilar einen Prachtband. Die Bayerische Staatsbibliothek verwahrt ja den sehr umfangreichen Nachlass von Paul Heyse. Ja. Und das ist für uns natürlich und auch für mich jetzt natürlich spannend, sozusagen mit Ihnen, mit einem Nachfahren Paul Heyses, mal in diesem Gästebuch zu blättern. Und ich würde vorschlagen, schön, das machen wir jetzt gleich. Ja. Schauen wir mal rein. Also das ist das Titelblatt dieses Geschenkalbums an Paul Heyse. Das ist halt eine Sammlung von Glückwünschen zu seinem 80. Geburtstag am 15. März 1910. Mhm. Typisches Titelblatt der Zeit. Und dann kommen eben zunächst die Glückwünsche der regierenden Häuser. Also hier ja. Wilhelm II. Ja. Dann auf der nächsten Seite der bayerische Prinzregent, Prinz Luitpold. In Ihren Jugenderinnerungen bezeichnen Sie es, mein lieber Dr. Paul Heyse, als eine besondere Gunst des Geschicks, dass Ihr Leben in jungen Jahren nach München verpflanzt wurde. Auch für München erblicke ich in dieser Fügung eine besondere Gunst des Schicksals und wünsche von Herzen, dass wir aus dieser Gunst noch manches Jahr erfreuen dürfen. Es
sind 302 Gratulanten. Das zeigt einfach auch, wie sehr Heise geschätzt wurde. Ja. Bernhard Liebisch gehört zu den engagierten Menschen, die Paul Heise neu entdecken. Der Ururenkel macht sich auf Spurensuche. Was für eine Blütezeit Heise nach München gebracht hat, haben die nachfolgenden Generationen unterschätzt. Aber München sollte sich dieser besonderen Aufgabe neu stellen. In der Heise-Villa trafen sich alle von Rang und Namen im literarischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Leben Münchens. Als Kristallisationspunkt damals wie heute von aktueller Bedeutung.